Bro, du darfst mich nicht falsch verstehen, aber das Toupet würde ich ein bisschen weiter runterziehen. Das passt einfach besser zu deiner Gesichtsform und zu dem Septum. Jo, was geht? Akris am Start, aka der Bartmann. Oh, Digga, halt's Maul, ich weiß noch, mit wem ich rede, Mann. Junge, der hat den Haaren voll und dann noch den Mensch, ne? Dann machst du mir so ab, Mann. Pass auf, Bruder, ich bin gerade beim Barbier. Das dauert vielleicht noch 10, 15 Minuten. Barbercheck, dies, das. Danach treffen wir uns gerne beim Mediamarkt und tischen den Leuten eine neue Betrugsstory auf, Mann. Walla, Bruder, den Bartmann, den ich kenne, das gleich hat. Jo, sorry, geh weiter. Bist du sicher, dass die Leute nach deiner Clickbait-Saturn-Story nicht checken, was abgeht? Digga, meine Abonnenten sind sowas von strutzdämlich, die checken gar nichts. Ja, Mann, ist richtig dumm, aber es gab trotzdem viele Zweifel in den Kommentaren. Wie antwortest du darauf? Na, hä? Gar nicht, Bruder. Ich hab doch als Beweis im Titel stehen, no fake. Bruh. Oh, Bruder, danke schön, Mann. Das war sehr schön mit dir wieder. Mann, Baby. Bis bald, Mann. Das ist auch gut, auf jeden Fall, dich immer wieder zu sehen. Deine Familie, ich küsse dein Auge. Hey, Bruder, alles. Reicht doch. Reicht. Familie, alles gut. Chill. Jo, was geht ab, Agri? Ist am Start, Aka, der Bartmann. Was ist denn los, du Helga? Ich weiß doch immer noch, wer du bist, Mann. Oh, du scheinst mega neben der Spur zu sein seit ungefähr Oktober. Ach Quatsch, Bro, komm, lass uns erstmal auf den Kaffee setzen und dann reden wir weiter, okay? Komm, komm, Bruder, komm. Du lässt mich doch ein, oder? Dann warte mal kurz. Kannst du mir bitte noch helfen, bevor wir reingehen? Ich brauch das richtige Outfit, Bruder. Really, nigga? Ja, was ist denn los mit dir? Jetzt setz dich hin, Alter. Das ist genug mit der Modeshow, ja? Ja, ich lebe für ein Pillow. Du bist total Realitätsfan. Du denkst auch, du wärst ein Vollzeit-YouTuber mit deinen 30k und mit deinen 8-Personen-Seminar und denkst, es wären 300. Okay, Leute, dann sagt mir doch ganz einfach, welches Outfit besser wäre fürs Kaffee. Kommentiert doch einfach in der Kommentarleiste. Hey, weißt du, pass auf, lass einfach was für den Kanal drehen, das reicht dir. Ja, na, was weiß ich, dann lass uns doch eine Bartanalyse von Tanzverbot machen. Junge, du, eine scheiß Bartanalysen. Das interessiert überhaupt keinen, Mann. Ja, okay, dann bleibt halt nicht viel übrig. Dann können wir ja nur noch Straßenumfragen machen. Jo, Leute, was geht ab? Agri ist wieder am Start, aka der Bartmann. Wir sind heute auf den Straßen Berlins, wie ihr sehen könnt, und fragen die Leute, was sie so bewegt. So Straßenzeugs und so. Aber wisst ihr was? Seht einfach selbst und kommt mit! Kommt mit! Komm! Ey, Digga, hast du nicht was vergessen, Mann? Ah, Bruder! Warte, walla, walla! Und natürlich, meine Freunde, habe ich auch heute wieder Para dabei! Der wird sich verarschen, das ist tschechisches Geld, Mann! Was ist los mit dir? Tschechische Kronen ist wohl kein Para oder was? Wenn du einen Mann triffst, würdest du dich eher für einen entscheiden mit Bart oder ohne Bart? Was ist das denn für eine Scheißanmache? Entschuldigung, kennen Sie schon den Bartmann? Hey, lauf weg, du Sippi! Oh, Leute, schaut mal! Ein Schwarzer! Hey, Entschuldigung! Meinst du mich oder den Hund? Sie haben ja einen mächtig prächtigen Bartwuchs. Jetzt ist natürlich die Frage, nutzen Sie Bartpflegeprodukte? Ja, das sieht man doch, oder? Kennen Sie zufällig auch die Bartpflegeprodukte des Bartmanns? Schon mal gehört, ja. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsprodukt vom Bartmann? Das habe ich den überteuerten Scheiß gekauft, Alter. Ich kann das einfach nicht länger verbergen. Oktober letzten Jahres beging ich den größten Fehler meines Lebens. Ich versuche es mir seitdem nicht anmerken zu lassen. Aber sie haben alle recht.
Ich habe mich verändert. Ich drohte grundlos anderen kleinen YouTubern und hätte nie erwartet, dass sie sich trauen, gegen mich vorzugehen. Ich wurde direkt danach komplett auseinandergenommen und war wie gelähmt. Ich konnte dazu keinerlei Stellung beziehen und meinen Mann stehen, da ich mich ohne vernünftige Argumente nur noch mehr blamiert hätte. Er bekam so viel Aufmerksamkeit mit seinem Video und es wurde ständig jedem empfohlen, der auch auf meinem Kanal war. Ich bereute es immer mehr, dass ich meinen ohnehin angeknacksten Ruf nicht mehr retten konnte, nachdem ich immer wieder Kommentare seiner Community, von ihm oder gar meiner Community unter seinen Videos fand, die eine Antwort verlangten, sodass ich keinen Ausweg sah, als all das trotzig wie ein 6-jähriges Kind zu löschen, ihn zu blockieren und so zu tun, als wäre es nie da gewesen. Doch die Wahrheit und sein Video konnte ich nicht löschen. Damit hatte ich ein letztes Mal die Wahl. Einmal ein richtiger Mann sein, zu meinen Aussagen stehen, Fehler einsehen, mich entschuldigen und Größe zeigen oder weiterhin meinen Dödel zwischen den Beinen einklemmen und davonrennen. Natürlich tat ich Letzteres, da ich mich schon immer so fühlte, als wäre ich im falschen Körper geboren. Ich muss einsehen, dass ich nie ein Mann war und nie sein werde. Das ist mein Coming Out. Das ist die Wahrheit über Bartmann. Nein, das ist die Wahrheit über Bartfrau.